Dostoinov. Maxwell und die Scheibe liegt im Kasten der Bieler. Maxwell hat abgeschlossen. 19. Spielminute. Langnau geht mit 1:0 in Führung. Ben Maxwell. 16. Saisontreffer. Noch einmal die Szene. Maxwell, die Scheibe noch abgelenkt durch Salmela, dann durch den Schlittschuh von, nicht von Elo, sondern vom Bieler Verteidiger Kevin Feit der Tigers. Treffer muss zählen, das ist der Fall. Erke dazwischen. Nehmen noch die Scheibe, Drittel und Reihela zieht ab. Das ging zu lange hier bei den Tigers. Pascal Berger hat die Scheibe nicht gesehen, konnte nicht befreien. Und dann trifft Weltmeister Toni Raiola zum 1:1 Ausgleich. Biel mit einem Mann mehr. Machen wir die Szene hier. Berger hat kurz die Übersicht verloren und die Scheibe landet bei Topscorer Raiola, der sechstbeste Scorer der Liga. Hier noch einmal der Weltmeister hämmert die Scheibe. Dostoinov, Dostoinov kurz vor der Pause, Dostoinov 17 Sekunden vor der Sirene bringt die Tigers erneut in Führung. Das Mittel der Tigers, Steilpass, Spiel und so die Bieler Abwehr zu umgehen. Hier setzt sich durch gegen Rajan Sataric Dostoinov zur erneuten Führung. Noch einmal. Dostoinov hier über den Stock. Und klasse gespielt. Brunner steht da völlig frei. Das Zuspiel von Marc-Antoine Pouliot in den Slot. Brunner kann hier ungehindert abziehen. 2:2 Ausgleich. Den zweiten Pass erhält Toni Raiola und da kommt Brunner in den Slot gefahren. Langnau haben hier einen Moment lang nicht aufgepasst. Kadonau war nahe. Maxwell. Hat sich eingestellt. Maxwell kommt aber zum Abschluss und der Nachschuss für Ero Elo zum 3:2. Zum dritten Mal gehen die Tigers heute in Führung. Klasse Vorstoß von Ben Maxwell, dann entscheidend der Abpraller verwertet durch Ero Elo zum 3:2. Noch einmal Maxwell, alleine gegen drei Bieler, dann der Abpraller. Da steht kein Bieler mehr, sondern eben ein Langnauer. Hier noch einmal alle drei Bieler hier. Rutschwell, Larti, Pesone, die Scheibe im Netz. 4:2, das dürfte die Vorentscheidung sein. 4 Minuten 08. Ero Elo, sechstes Saisontor seit seiner Rückkehr aus Finnland. Vier Minuten, 8 Sekunden vor Schluss. Maxwell wieder beteiligt. Und Larti ebenfalls. Elo, der letzte Abstauber. 4:2, das gibt Aufwind für